Du kennst dich aus beim Abmischen von Musik, oder? Kennst den Kompressor mit Vornamen, weißt, was ein Limiter macht, aber was bitteschön ist denn ein Leveler? Der Vocal Rider von Waves zum Beispiel, der Klassiker unter den Klassikern, aber schon lange nicht mehr konkurrenzlos und auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Spätestens seit sich die junge deutsche Software-Schmiede Noiseworks mit dem Plugin GainAim nicht weniger vorgenommen hat, als den besten Leveler am Markt zu bauen. Der Black Friday ist ja gerade erst vorbei, die Plugin-Schatzkiste also wieder randvoll gefüllt und dann habe ich nichts Besseres zu tun, als dir ein neues Plugin vorzustellen. Boah, stimmt. Ich habe nichts Besseres zu tun. Vor allem, wenn es um Plugins geht, die dir nicht nur auf die Schnelle den Instant-Wunder-Sound der Profis versprechen, sondern einfach praktische Hilfsmittel im Mix-Alltag sind. Frei nach meinem Motto, wenn es damit schneller geht, dann ist es auch gut. Und genau so ein Hilfsmittel ist GainAim von Noiseworks. Ein Plugin, das dafür sorgt, dass die Dynamik von Signalen, egal ob Vocals, Gitarren, Drums etc., noch vor dem ersten Kompressor ausgeglichener werden, damit der Kompressor eben nicht mehr so hart arbeiten muss. Ähnlich dem Vocal Rider, der die lauten und leisen Stellen bei Gesangs- und Sprachaufnahmen auszugleichen versucht. Ich sage jetzt mal bewusst versucht, denn mit dem Vocal Rider bin ich nicht immer so zufrieden gewesen, sodass ich dann im Zweifel doch lieber etwas Zeit und Handarbeit in die Vocals investiert habe, als mich auf die Automatik vom Vocal Rider zu verlassen. Und genau da kommt jetzt der GainAim ins Spiel. Denn er ist nicht nur moderner und neuer als der Vocal Rider, er ist auch noch flexibler und zeigt dir auch noch optisch genau das an, was er gerade macht. Ja klar, wir mischen nicht mit den Augen, sondern mit den Ohren, aber trotzdem isst das Auge ja irgendwie auch mit. Und da scheint GainAim im Vergleich zum Vocal Rider aus einem anderen Jahrtausend zu stammen. Und das nicht nur, weil man seine Oberfläche frei skalieren kann. Aber schauen wir doch direkt mal zusammen auf das Plugin. Und bevor ich es gleich vergesse, falls dir GainAim gefallen sollte, kannst du ihn mit einem exklusiven Rabatt von 25% bei Noiseworks kaufen. Benutz einfach beim Checkout den Rabattcode RECORDINGBLOCK25 und schon kostet das gute Stück nicht mehr 34,99, sondern nur noch etwas mehr als 26 Euro. Also ein echter Schnapper für das, was er kann. Aber schauen wir doch mal zusammen drauf. So, jetzt kann es auch schon losgehen und ich würde sagen, als erstes schauen wir uns den GainAim mal an, denn er sieht wirklich fantastisch aus. Also laden wir ihn mal hier in unsere Vocals rein, den GainAim, da ist er auch schon. Und weil der Leveler immer an den Anfang jeder Kette gehört, lade ich ihn auch nur direkt hier vor meinen Fat Channel. Der Fat Channel ist für mich hier nur ein 1176 Kompressor. Den lassen wir auch an, denn ein Leveler ist kein Ersatz für einen Kompressor. Also falls du denken solltest, ab da kann ich mir jetzt jeden Kompressor sparen, das ist nicht so. Der Leveler soll nur dafür sorgen, dass das Signal insgesamt ausgeglichener in den Kompressor reingeht. Aber deswegen muss der hier auch am Start bleiben, der Kompressor. Ich lasse den auch einmal an, damit du auch sehen kannst, wie stark der hier reagiert. Hier unten, aber oben ist jetzt der GainAim. Und das ist ein sehr übersichtliches Display. Hier kann man verschiedene Sachen einstellen. Hier kann man 5 verschiedene Modi einstellen, also wie er reagieren soll. Im Prinzip ist das so, wie schnell er eigentlich reagiert und wie stark er anhebt oder absenkt. Und dann kann man hier noch eine Ziellautstärke angeben. Tagelautnis genannt. Wird auch so eine kleine Einblendung gemacht, wo dann nochmal draufsteht, was die einzelne Linie tatsächlich zu bedeuten hat. Und wir stellen mal hier auf, was weiß ich, 14 kann man denn einstellen. Und dann sorgt er dafür, dass das Signal immer in diese Richtung 14 dB, minus 14 dB gelevelt wird. Darunter noch der Noise Floor. Der Noise Floor sagt, alles, was unterhalb dieses Geräuschbodens, wenn man es übersetzen wollte, liegt, das bitte nicht berücksichtigen bei der Anhebung bzw. bei der Berechnung der Ziellautstärke. Also, das sind die beiden Schalter oder Regler, die man hier einstellen kann. Und ich würde sagen, wir gucken mal kurz, wie er aussieht, weil er sieht wirklich fantastisch aus. So you did it your way. Sold your soul on the way. Never call it. Das war jetzt der Rider-Modus und du konntest schon sehen, dass es da eine eher stabilere grüne Phase gibt. Das ist die Wellenform, die reinkommt und dahinter so leicht grün. Das war dann das angehobene Signal, was du sehen konntest. Wenn er absenken sollte, dann wird das in Rot eingeblendet. Das kannst du hier auf der rechten Seite dann vom Plugin aus sehen. Hier grün ist alles, was angehoben wird. Und wenn er hier in den negativen Bereich geht, also in den absenkenden Bereich, dann wird es rot. Und dann siehst du auch eine rote Linie in der Wellenform. Da kannst du also optisch immer auch überprüfen, was er gerade macht. Aber wir waren jetzt hier gerade im Rider-Modus und da konnte man schon sehr schön sehen, dass er versucht, ganz charmant und gentle, wie der Engländer sagt, das Signal auf seine Ziellautheit hinzuzielen. Aber es gibt 5 Modi insgesamt. Es gibt Locked, Leveler, Rider, Fast und Squash. Und die unterscheiden sich vor allem in der Aggressivität, wie sie die Lautstärke, Anhebung und Absenkung machen, aber auch ein bisschen in der Funktion. Das Tolle ist, dass hier auch beschrieben wird, was tatsächlich dran ist, inklusive Beispiel sogar, wo man es ansetzen kann. Das findest du, wenn du hier mit der Maus einmal über den Modus drüber gehst, dann wird eingeblendet,
noch auf Englisch. Soweit ich weiß, wird daran gearbeitet, dass es auch in Deutsch eingeblendet werden kann. Aber hier wird vorgeschlagen oder beschrieben, was die einzelnen Modi machen und vor allem, wofür du sie auch einsetzen kannst. Gucken wir mal kurz durch. Leveler steht dir jetzt... steht hier Leveler, der Locked-Modus, der steht hier nicht drin. Hier siehst du den Locked-Modus, der regelt einfach nur eine feste Lautheit. Da wird hingeregelt, ohne jede weitere zusätzliche Nachregelung oder sonst was. Irgendwie im Prinzip wie ein Mix-Tool, was ein bisschen lauter macht oder wie ein Fader. Deswegen wird das hier nicht weiter beschrieben. Alle anderen vier Modi bringe ich dir mal kurz näher, falls du des Englischen nicht mächtig sein solltest. Ich lese mal einfach kurz vor. Also der Leveler ist eine etwas langsamere Gain-Anpassung und man soll davon eine Instanz zum Beispiel ans Ende von seiner Kette packen, zum Beispiel von deiner Vocal-Kette, und der Leveler soll dafür sorgen, wenn du zum Beispiel mit einem Equalizer arbeitest oder mit einem Plugin arbeitest, dass die den Level anhebt, dass das eben direkt wieder ausgeglichen wird, sodass du dann direkt vergleichen kannst, was das Plugin macht. Es gibt ja das Problem, dass wenn etwas lauter ist, dass es dann auch gleichzeitig besser klingt für unser Ohr, und genau das soll der Leveler in diesem Modus verhindern. Stellst ihn einfach da ein, ans Ende der Kette, und er sorgt einfach dafür, dass es immer gleich laut bleibt, so eine Art Auto-Gain. So ist die Idee auf jeden Fall von dem Ganzen. Aber dann kommen wir zu den drei eigentlichen Modi, die für mich interessant sind. Jetzt kann ich mit der Maus gar nicht drüber gehen, deswegen lese ich es dir mal so vor. Der Rider-Modus, das ist im Prinzip der klassische Vocal-Rider-Modus. Das, was der Vocal-Rider auch macht, der sorgt dafür, dass die Vocals insgesamt ausgeglichener werden. Relativ langsam reagiert er da und regelt relativ langsam nach. Von daher vergleichbar ungefähr mit dem Vocal-Rider. Für mich wirklich sehr spannend sind die beiden Modi Fast und Squash. Denn bei Fast ist es tatsächlich so, dass er deutlich schneller reagiert und auch langsame Aussingphasen anhebt und angleicht, sodass du dann eben noch nicht nur dafür sorgen kannst, dass die unterschiedlich laut eingesungenen Parts, ich bin die ganze Zeit bei Vocals, aber es funktioniert auch bei anderen Sachen, also dass die unterschiedlich laut eingesungenen oder eingespielten Parts aneinander angeglichen werden, sondern dass zum Beispiel auch Ausklingphasen ausgeglichen werden, sodass etwas länger vorne stehen bleiben kann, wenn du also zum Beispiel eine lange Note singst und die wird dann natürlich prinzipbedingt immer leiser auf der Strecke, dann hebt er das ein bisschen mehr an, und speziell im Squash-Modus kannst du das dann bis auf die Spitze treiben und wirklich dafür sorgen, dass eine lange ausklingende Note ganz lange irgendwie oben gehalten wird. Der Squash-Modus ist aber auch einsetzbar, sagen wir mal, um einfach nur Peaks abzufangen. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, mit dem Leveler, mit dem Gain-Aim hier rumzuspielen und herauszufinden, wie er dir am besten helfen kann. Ein wirklich fantastisches Tool. Und damit du jetzt auch wirklich weißt, was er macht, hören wir uns das Ganze jetzt mal am Beispiel an. Jetzt habe ich so viel geredet. Ich lasse den Kompressor da unten mal an, damit du auch sehen kannst, wie stark oder wie wenig stark der noch arbeiten muss oder vor allem, wie nervös die Nadel von dem Kompressor dann noch ist danach. Und jetzt fangen wir einfach mal mit dem Modus Rider an. Ich habe den Noise Floor hier, ja, stellen wir den mal auf 38 ein. Dann kannst du auch an der Wellenform orientieren. Da, wo das Signal im Prinzip nicht mehr stattfindet, kannst du ihn dann auch einstellen. Und die Target Loudness lassen wir jetzt einfach mal hier so bei minus 14. Und jetzt stellen wir einfach mal ein bisschen ein und gucken mal, was passiert. Also, viel Spaß! So you did it your way. Ganz klassischer Rider-Modus, wie du siehst hier. Hier wird die Lautstärke auf einem relativ gleichen Level gehalten. Kompressor ist ungefähr bei irgendwo zwischen 7 und 10 dB am Arbeiten. Das ist übrigens der 1176 aus Studio One, der mitgeliefert ist. Und hier siehst du schon, wie schön ausgeglichen das Signal angeliefert wird. Oh, jetzt muss ich von der Linie weg. Gehen wir mal auf den Fast-Modus und achte mal beim Fast-Modus darauf, wie schnell die Anzeige hier, die Anhebung danach reagiert. Schwingt sich noch ein bisschen ein. Und jetzt kannst du hier sehen, dass Ausklingphasen deutlich länger oben gehalten werden. Hier läuft es deutlich länger hinten raus. Und jetzt den Squash-Modus. Jetzt wird es richtig radikal. Und hier die Ausklingphasen. Achte mal drauf, wie schnell hier ausgeglichen wird und wie lange das Signal oben gehalten wird. Speziell beim Squash-Modus muss man allerdings aufpassen, weil der ist maximal invasiv. Das heißt, der kann durchaus auch Signal beschädigen. Wenn man es damit also übertreibt, dann ist das vielleicht nicht ganz so cool. Deswegen nehmen wir den Squash-Modus nochmal. Ich schalte mal die Vocals hier auf Solo. Und wir nehmen den mal nur, um die Spitzen abzufangen. Das heißt, ich regle mal den Noise-Floor jetzt hoch, so auf den Standard-Level. Und wir fangen mal nur die Spitzen ab.
So, also Noise Floor hier ungefähr so hierhin. Und jetzt die Spitzen abfangen hier. Jetzt siehst du, jetzt wird hier vor allem auch in den roten Bereich reingearbeitet. Kannst du mit dem Kompressor nämlich hier ein bisschen mehr reinregeln. Signal ein bisschen lauter machen, sodass er hier stabil komprimiert zwischen 3 und 5 dB. May I go lead the way. Sehr cool. Und wenn da jetzt noch ein sehr leiser Part dazukommen sollte, ich regle mal hier ganz bewusst einen Teil jetzt mal hier per Clip-Gaining einfach mal runter um 3-4 dB. Mal gucken, was er macht, ob er den auch auffangen kann. Jetzt wird's wirklich spannend. Achte. So you did it your way. Kommt der leisere Part. Sold your soul on the way. Never come. Ich halte ihn nochmal ein bisschen mehr runter. Mal gucken, ob er den trotzdem aufgefangen kriegt. So, so you did it your way. Sold your soul on. Ah, wird leiser. Ich glaube, dafür muss ich den Noise Floor runtersetzen. Den setze ich mal hier auf den Wert, den wir ganz am Anfang gehabt haben. Mal gucken, ob er den Part jetzt aufgefangen kriegt. So. So you did it your way. Sold your soul on the way. Und jetzt hat er es wirklich total aufgefangen. Du hörst aber jetzt schon, dass er da wirklich sehr nervös reagiert und dass er das Signal schon verändern kann. Deswegen muss man da auf jeden Fall vorsichtig sein. Aber ich finde ein tolles Tool, das nicht nur optisch, sondern auch klanglich wirklich hier gut abschneidet und das Signal schön auf ein Level bringt und dafür sorgt, dass du einfach stabiler in deinen Kompressor reingehst und dann der eben nicht mehr so hart arbeiten muss und du die verschiedenen Dynamikstufen von deinen Instrumenten oder Vocals ein bisschen besser auffangen kannst. Falls du keine Lust hast, den Gain Aim dir auf die Festplatte zu schaufeln, kannst du hier in diesem Video mal gucken, wie das Ganze auch händisch geht. Aber ich finde, der Gain Aim ist da doch nochmal flexibler als die Handarbeit. Aber entscheide du selbst, schau in dieses Video rein und dann schreib's mir gerne unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video hier im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir von gut nur das Beste. Mach's gut und Yassou!